Thank you.
Wiedersehen. Mund halt, Mama, ich nehme gerade ein Abendbrot auf. Guck mal raus, dann weißt du es. Danke, dass du ausgemacht hast. Ja. Ist ja eh schon Schluss gleich. Müde. Ja. Will das eben nur aufnehmen, bevor ich ins Bett gehe. Wie kommst du hin? Hallo? Da war Milo. Ja, habe ich ihn nicht gesehen, Aber sorry. das war ein anderer Mann, der hat den Hund auf die Wiese pinkeln lassen. Ey, Mama, Ja, ich hab's vergessen. sowas sagt man nicht. Sorry für den Spruch von meiner Mutter. Hat schon mit ihr geschimpft, was das sollte. Es war Spaß. Meine Mutter hat Spaß gemacht. Hier gibt es keine Hunde, die auf der Wiese pinkeln. Ja, habe ich jetzt gerade reingesagt, das ist Spaß. Ja. Oh, schönen roten Himmel da zu fotografieren. Ja, da war spitze, aber ich habe andere Interesse, wie das hier zum Beispiel. Flammrot am Himmel. Wieso der Film war gut? Flammrot zum Abendbrot. Der Film war gut mit dem Hund, ne? Der war zum Lachen. Ich muss hin und her laufen, weil da auch rot wird. Jep. Danke fürs Platz machen. Bitte. Da wird es ja auch noch rot. Hinter mir ist schon rot. Ja, da wird langsam rot, siehst du? Ja. Rot heißt gut Wetterbrot. Dann ist alles vorher rot. Aber hier wird es spannend, interessant. Ja, und da ist auch noch Feuerrot, da kommen wir drüber. Das kriege ich sehr, die linke Seite kriege ich sehr schlecht aufgenommen. Sehr schlecht drauf, quasi. Ach, nee, muss man das so machen oder was? Das verstehe ich.
Oh, kannst du mal bitte die Schlafzimmertür zumachen, Mama? Dass du dich heute mal beseelen. Echt? Einen schönen Abend und gute Nacht, liebe Freunde. Eine schöne gute Nacht. Ab morgen wird es bis auf 24 Grad und teils bewölkt. Gewitter sind erst Donnerstag dran. Ciao, liebe Freunde.